Ich könnte ja stundenlang weitermachen, was diese Frau im roten Anorak für eine Politik gemacht hat. Sie hat nachher beim Emissionshandel die Kohlekraftwerke privilegiert im Verhältnis zu Gaskraftwerken zum Beispiel. Sie hat dafür gesorgt, dass Deutschland nicht mehr Vorreiter ist im Bereich Energiepolitik. Sie lässt quasi zu, dass China, Südkorea alle an uns vorüberziehen, weil sie viel mehr da rein investieren. Ich sage euch, wer grüne Politik will und nicht nur einen einmal getragenen roten Anorak, wer grüne Politik will, muss am Sonntag grün wählen. Wir haben keine einzige Stimme zu verschenken. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, all diese Politik ist ja nicht nur von der CDU/CSU gemacht worden, sondern auch von der SPD. Die hat ja immer noch mitgemacht, obwohl sie sich anders gerierte. Weshalb ich mich zu dem Satz versteigen muss, die Sozialdemokraten in Deutschland darf man beim Regieren nie alleine lassen, weil sie können es alleine auch nicht. Wir sagen, wir wollen wirklich einen Politikwechsel. Und das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, wir wollen nicht Schulden machen auf Kosten nachfolgender Generationen. So klar und so einfach ist das. Kein Mensch würde sich privat ein Auto kaufen und sagen, soll doch mein Sohn oder meine Tochter später zusehen, wie sie es bezahlen kann. Das Land mit der höchsten Verschuldung muss jetzt endlich eins machen. Diese Generation muss anfangen, die Schulden abzuzahlen. Wir können nicht auf Kosten anderer leben. Deshalb brauchen wir jetzt was, zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe für die großen Vermögen, gezielt in den Beginn des Abzahlens dieser Schulden. Das ist Gerechtigkeit. Und wir wollen auch nicht auf Kosten anderer leben, wenn es um die nachfolgenden Generationen geht, beim Umgang mit Energie, mit dem Klimawandel, mit Rohstoffen, mit Wasser, ihr Lieben. Auch das ist für uns grüne Grundhaltung. Deshalb sagen wir, die Art, wie wir wohnen, wie wir transportieren, ob Menschen oder Güter, die Art, wie wir produzieren, ist jetzt auf ganz neue Beine zu stellen. Es darf in Zukunft nicht mehr heißen, nach mir die Sintflut oder wir verschmutzen die Umwelt, das auch noch kostenlos, sondern in Zukunft muss es wirklich heißen, nicht auf Kosten anderer leben wir. Wer Umwelt verschmutzt, muss dafür zahlen. Und auch das darf man von Jahr zu Jahr weniger. Wir wollen wirklich den ökologisch-sozialen Umbau dieses Landes. Und wir können es. Die Technik ist da, der Grips auch. Den Willen und den Mut muss man haben. Wir sagen an dieser Stelle 1 Million neue Jobs. Und ich will euch mal sagen, wie wir diese 1 Million neue Jobs hinkriegen. Als allererstes mit einer anderen Energiepolitik. Das einfachste Beispiel ist doch die Gebäudesanierung. Diese Merkel hat dann gleich wieder gekuscht vom Bundesverband der Haus- und Grundeigentümer, die gesagt haben, wir wollen keinen Sanierungszwang. Meine Damen und Herren, wenn man das aber ändern will, wenn man wirklich massiv Energie einsparen will, dann muss man das Potenzial der Gebäudesanierung in diesem Lande nutzen. Da muss man in ein Gesetz reinschreiben, wie viel Energie darf pro Quadratmeter der Gebäudebestand verbrauchen, bis wann muss er dieses Ziel erreichen. Dann investiert man Steuergelder, nicht um die Banker zu pampern, sondern um neue Jobs zu kreieren. Dann kann man Programme machen für den kommunalen Wohnungsbau, wo die mit dem geringsten Einkommen leben. Dann hat man die Möglichkeit, damit Arbeitsplätze im Bauwesen zu organisieren, Arbeitsplätze in der chemischen Industrie, die Dämmstoffe herstellt und fortentwickelt. Weniger Warmmiete für die Mieterinnen und Mieter, weniger Leute, die aufs Amt gehen müssen und sagen, ich brauche noch was dazu. So investiertes Steuergeld schafft neue Arbeitsplätze und ist sogar noch gut für die Ämter, die finanziell klamm sind. So macht man Politik, wenn man Mut und Zivilcourage hat. Und ich will euch mal das Beispiel, auch noch mal auf das Beispiel Automobile gehen. Im Automobilbereich wissen wir ja, wir haben eine Überproduktion und da müssen wir uns bemühen, überhaupt Arbeitsplätze zu erhalten in Deutschland. Was macht die Merkel? Die Merkel sagt, wir bauen eine Brücke durch Kurzarbeit und eine Abwrackprämie.
Ich stelle mir diese Brücke optisch vor, die geht so, ein großer See. Und an der einen Seite kommt Angela Merkel und fängt an, eine Brücke zu bauen. Und diese Brücke ist genau dann zu Ende, wenn die 5 Milliarden der Abwrackprämie ausgegeben sind. Nämlich so ziemlich in der Mitte des Sees, wo der See am tiefsten ist. Das ist Angela Merkel. Das ist Angela Merkel. Was entsteht aber daraus Neues? Sinnvoll wäre es, jetzt eine andere Automobilpolitik zu machen. Eine klare Ansage an die Vorstände der Konzerne. Punkt 1, Tempolimit auf den Autobahnen. Bei 120 ist Schluss. Punkt 2, eine Kfz-Steuer, bei der die CO2-Schleudern bei 300 Gramm das Dreifache an Kfz-Steuer zahlen und dafür dann die mit den neuen 120-Gramm-Autos 3-4 Jahre Kfz-Steuer freigestellt werden. Das wäre sinnvoll. Und runter mit dem Dienstwagenprivileg. Wieso zahlen wir eigentlich aus Steuergeldern noch diese Spritfresser und CO2-Schleudern? Das wäre eine logische Politik bezogen aufs Auto. Dann bräuchten wir ein Anreizprogramm fürs Elektromobil. Und wisst ihr, ich meine ein Anreizprogramm, so wie wir es mit dem 100.000-Dächer-Programm gemacht haben. Nicht das, was Merkel macht, nur Forschungsgelder geben. China, Südkorea, Japan, Indien, alle investieren in Batterietechnologie für Elektromobile. Das müssen wir auch machen. Da machen wir lieber ein Anreizprogramm, dass die Differenz, das, was solche Autos teurer sind, eine Zeit lang übernimmt, damit die gekauft werden und in Realität erprobt werden. So muss man es machen, statt einer Abwrackprämie für alte Technologie von gestern. Und wisst ihr, wenn man mal genau guckt, das ist ja, die Abwrackprämie ist ja nicht das ganze Perfide. Vor 3-4 Wochen gucke ich die Tagesschau und was passiert mir? Ich sehe da einen Nachrichtensprecher, der bei dem Kameraschwenk über den Kabinettstisch, es war ein Mittwochabend, mit tiefer Stimme sagt, meine Damen und Herren, heute hat das Bundeskabinett beschlossen, ein Programm der unbemannten Mondfahrt. Für 1,5 Milliarden Euro und man möchte 2015 dort sein. Ich weiß gar nicht, was Sie auf dem Mond wollen. Aber ihr wisst ja, ich bin ein kluges Bürschchen. Genaueres Nachdenken hat die Situation für mich erhellt. Das war vermutlich so. Die saßen da am Mittwoch früh am Kabinettstisch, haben sich die erfolglosen Konjunkturprogramme angeguckt, die immensen Schulden, die diese schwarz-rote Regierung angerichtet hat. Und dann tauchte von jemandem die Frage auf, gibt es eigentlich intelligentes und kreatives Leben? Und in Ermangelung einer Antwort haben sie gesagt, fahren wir zum Mond und schauen nach, meine Damen und Herren. So ein Unsinn, solche rausgeschmissenen 1,5 Milliarden Euro. Ich sage euch, am kommenden Sonntag geht die Alternative wie folgt. Entweder unbemannte Mondfahrt, letzter auf dem Mond oder das erste Land, das mit einem Elektroauto von Flensburg über Berlin bis Hof fahren kann, ohne zwischendurch tanken zu müssen. Das ist die Alternative. Applaus